ESTV, Videos aus der Region. Ja, wenn ich für einen RSK Essling, für meinen Heimatverein sprechen kann, eigentlich happy. Ich glaube, eine machbare Gruppe, habe den Weg bereitet. Dann hoffe ich natürlich auch, dass der RSK nachzieht. Und ich habe gehört, zweimal haben sie schon den EZ-Pokal gewonnen. Jetzt wird es Zeit für ein drittes Mal. Also der VfB Oberessling zählt gegen den FC Essling definitiv. Ist ein Knaller. Und TSV Deitzisau Reichenbach auch sehr vielversprechend. Deitzisauer etabliert und die Reichenbacher eine sehr gute, aufstrebende Mannschaft, die eigentlich auch aufgestiegen werden in die Bezirksliga. Und ich für mich auch ein Bezirksligist. Und da freue ich mich schon drauf. Unser Spiel gegen Sonnau ist auch interessant und die Sonnau auch gegen FC Essling. Also allgemein die Gruppe B ist sehr, 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 sehr interessant. Alle Spiele eigentlich, alle Begegnungen. Ja, klar. Also vorhin natürlich schon angesprochen worden, dass die Gruppe B extrem gut besetzt ist. Aber klar, ich schaue da natürlich größtenteils auf den RSK Essling. Deswegen werde ich die Gruppe im Auge behalten, aber freue mich allgemein auf ein cooles Event. Jetzt hier eine super Spielstätte, wo, glaube ich, alle sich drauf freuen, die teilnehmen. Und da wünsche ich einfach allen Teilnehmenden ein gutes Turnier, viel Erfolg und einen schönen Tag dann. Muss ich mal schauen, ob das irgendwie reinpasst. Da wird, glaube ich, schwer werden, aber verfolgen werde ich es natürlich trotzdem, weil mein kleiner Bruder spielt ja immer noch beim RSK Essling. Von dem her ist der Bezug auf jeden Fall noch da.